in den Westen, wobei die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg sind. Und am 3. Oktober 1990, das ist auch bei uns ein Feiertag, der Tag der deutschen Einheit, da gab es eine Wiedervereinigung der beiden Gebiete. Dort sind halt die DDR und die BRD, BRD heißt die Bundesrepublik Deutschland, zusammengeschlossen worden. Das Wort Deutsch kommt aus dem Althochdeutschen, so eine alte Sprache, die man vor früher verwendet hat. Ich kann es nicht gut aussprechen, aber wie kriegt heißt im Volk allen. Und 300 Jahre später ungefähr hat man auch den Begriff Griechische benutzt, was deutsche Leute heißt, oder auch Griechische Land, das heißt deutsche Deutschland. Und der richtige Name Deutschland ist erst seit 1890. Und davor ließen alle deutschsprachigen Gebiete auch das Deutsche ein. Noch ein paar Fakten über Deutschland. Kennt ihr die Hauptstadt? Hauptstadt Deutschlands, so the capital of Germany, ist Berlin. Deutschland hat eine Fläche von 357.114 Quadratmeter.